FIFA 14 ist endlich da, zumindest die Demo-Version. Und die Gelegenheit lassen wir uns natürlich nicht entgehen, um da mal eine Partie Multiplayer zu spielen. Genau, ich fürchte, ich kann es noch gar nicht, aber das werde ich jetzt gebührend unter Beweis stellen. Ich spiele mit Borussia Dortmund. Und ich mit dem FC Barcelona. Kennt man vielleicht, das sind die, die letztes Jahr irgendwie 0-7 gegen Bayern verloren haben. So war das. Und los geht's. Ja, Einlauf im Stadion. Sie haben ja schönere Stadiongrafiken versprochen. Ja, da kann man geteilter Meinung sein. Da hinten ist 3D-Publikum. Ja, super. Und ein paar neue Animationen sind auch drin. Ja, ein paar neue Animationen sind drin, aber es sieht nicht wirklich besser aus als im Vorgänger. Ist ja sehr schade, auf dem PC und auf den Current-Gen-Konsolen, also auf der PS3 und auf der Xbox 360, ist es noch die alte Engine. Auf der Xbox One und auf der PlayStation 4 werden sie die neue Engine haben, die Ignite. Ignite-Engine. Die wirklich besser ausschaut, das muss man sagen. Wir haben die ja schon ein paar Mal in Aktion gesehen. Die Spieler sind schöner, besser animiert, lebensechter. Die Stadien vor allem sehen viel, viel besser aus. Schade, dass es das hier nicht auch gibt. Aber gerade beim PC ist halt so, EA Sports sagt halt immer noch, der klassische PC-Spieler spielt halt auf dem Taschenrechner, da muss das Spiel auch laufen, deswegen gibt es die alte Engine. Frage mich auch, warum was gegen beide gegen zwei Versionen zum Beispiel gesprochen hätte, Low-End und High-End oder weiß der Kuckuck. Ja. Andere können es ja auch, ich lasse die Ausreden nicht gelten. Vielleicht hatten sie keine. Genauso Bock. Wie ich deine Ausreden nicht gelten lasse, wenn du gleich verlierst. Die Kamera ist komisch, meine Spieler fühlen sich komisch an. Irgendwie Barcelona ist ja auch nicht mehr das, was es mal war. So, ich glaube, mehr habe ich nicht jetzt. Was trotzdem immer noch von den Werten her die stärkere Mannschaft. Ja, bla bla, Werte. Wen interessieren denn Werte? Ach, was ist denn Abseits? Ja, ich habe jetzt den Messi taktisch auf Abseits gestellt. Ja. Also erstens war es kein, also als Pedro war es, glaube ich. Zumindest war es. Oder andere von den Nasen. Ja, es war Glück, ich gebe es ja zu. Was man vielleicht hier schon sieht, man muss wirklich jetzt schon bei der Ballaufnahme echt aufpassen. Es spielt sich deutlich langsamer als die Vorgänger und man hat ein wesentlich besseres Gefühl für den Körper der Spieler. Also beim Animationen und dem ganzen Pipapo haben sie wirklich viel gemacht. Das ist das Detail, aber es wirkt sich, wenn man das die ersten Male spielt, wirklich extrem aus. Und so kann ich hier mein perfektes Tiki-Taka aufziehen. Ach, das ist wieder typisch Dortmund, nur auf Ballbesitz spielen. Ein FC Barcelona hat das nicht nötig. Ah! Und Kopfball! Nein, verdammt! Oh, nein. Da, hier. Oh, was denn? Was war das jetzt denn? Hau ihn doch rein! Ich glaub's nicht. Konter! Ich würde fast sagen, das war ein Pro-Evolution-Soccer-Moment. Das war ein sehr lustiges Ping-Pong gerade da im Strafraum. Das könnte daran liegen, dass ich ja passionierter Tischtennisspieler bin. Lauf und bring den Ball unter Kontrolle. Aber hast du eigentlich schon mal Ballbesitz gehabt? Das sind Nebensächlichkeiten. Warte mal, Pep. Es geht nicht um Ballbesitz. Am Ende zählt nur, wer die Tore macht. So wie ich jetzt zum Beispiel. Aber was sich wirklich spürbar auswirkt, ist, dass Spieler den Ball auch erst unter Kontrolle bringen müssen nach einem Pass. Was ist denn? Warum kommt der Ball nicht an? Der Hummels, das hast du doch gecheatet. Der ist doch 3 Meter hoch hier. Oh. Ups. So. Ja, Querpässe in der eigenen Überhaupt Hälfte. Überhaupt nicht. Ich habe das hier alles unter Kontrolle. Was übrigens schön ist, was... Die Animationen sind Hammer. Die Animationen sind sehr schön, genau, wie sie teilweise Bälle von der Linie kratzen und nicht nach hinten einwerfen, das macht man nicht. Das ist kein Sportsgeist. Ich habe eine gefühlte 1:0 Führung. Zählt das als Torschuss eigentlich jetzt hier? Das ist das berühmte schnelle Umschaltspiel der Dortmunder. Meine Spieler haben bloß nicht mitgedacht. Ach so. So. Aus. Ja, im Endeffekt. Aber ist schön hingefallen. Schön ist auch, wir es wirklich immer jetzt versuchen, auch das Spiel schnell zu machen. Ja. Generell muss man sagen, dass die KI echt gut mitdenkt. Also es sind Flankenläufe sind echt schwierig geworden. Und man kann nicht mehr so einfach durchgehen wie früher. Das stimmt. Oh je. Da kommt schon wieder der... Das war doch ein Tackling. Da kommt schon wieder die gelbe Gefahr. Wer ist denn das? Neymar. Der teuerste Brasilianer aller Zeiten. Oh. Das war schön herausgespielt. Und da ist es. Und da ist es. Wieso? Pedro, natürlich. Aber ich habe doch das Kopfballduell gewonnen. Schauen wir uns das nochmal zu Lernzwecken an. Vielleicht kannst du dir dann auch noch da was abschauen. Ja, ich habe mich halt tatsächlich an der Seitenlinie ein bisschen dupieren lassen. Das ist der berühmte baskische Sauhaufen, den man da gerade gesehen hat. So. Und jetzt, da ist der Kopfball. Offensichtlich hat das Timing bei mir nicht gestimmt. Ja, Timing ist auch wichtiger geworden. Es sind wirklich solche Details, die sich geändert haben. Aber man merkt tatsächlich, das wirkt sich spürbar aus. Und Leute, die es halt nicht so gut können wie der Heiko. Ja, okay, ich halte jetzt. Du sprichst ein großes Wort gelassen aus, aber... Vor allem Leute, die nur auf... Au, da haben wir es auch gesehen. Siehst du, Ball erst unter Kontrolle bringen, dann anfangen loszurennen. Sonst
Autsch. Ich finde es halt extrem schwierig, wirklich Druck hinter den Ball zu bringen. Mhm. Also sowohl bei Schüssen als auch bei Pässen. Man muss jetzt wirklich viel antizipieren und wissen, ja, wo der Ball hingeht. Ja, auf jeden Fall. Und wo er hingehen soll. Halbzeit, da, jetzt geht der Ball zum Schiedsrichter und das war's. Ich würde jetzt aber gerne mal die Ballbesitzstatistik sehen, ja? Also weißt du, mit einer Barca-untypischen Spielweise zu gewinnen, ist ja wohl echt jetzt mal unsportlich. So, Statistiken interessieren jetzt erstmal da hier. Oh ja, die Szene ist super. Hier, zack und rein und oh, hat schon zu früh aufgehört. Ja, gute Parade von Valdes. Ich hab doch gesagt. So, kommt da jetzt noch was? Das Tor kommt noch. Was macht denn der Weidenfaller auch da? Ja, also ich sag mal so, ja, wenn er rauskommt, muss er einen haben. Fast schon ein neuer. So, Ballbesitz 49 für dich, 51 für mich. Entschuldigung, normalerweise brauchst du 60. Nee. Willst du irgendjemanden wechseln? Torwart raus oder so? Ja, vielleicht. Aber die haben, stimmt, mit Länge-Rack haben sie ja noch nie verloren. Ja. Sollte ich vielleicht mal... Man muss ja sagen, sie haben ja auch einen guten Torwart dort. Und der Weidenfaller ist ja eigentlich ein guter Mann. Wieso geht der nicht durch, der Pass? Vielleicht, weil da dein Spieler gestanden hat. Wahrscheinlich liegt es daran, dass einfach man sieht ja tatsächlich irgendwie ein Maulwurfshügel im Rasen war. Oh Mann, was ist das für ein Pass? Aber auch da, Timing falsch, ne? Der Spieler stand im falschen. Oh, das war jetzt allerdings nicht so. Da war auch das Timing falsch. Hörst du auf! Also man muss jetzt wirklich, also Dribbling ist Spiel. Nicht so einfach, aber es ist tatsächlich spielentscheidend, was machst du mit der ersten Ballbewegung? Ja. Also Bewegung mit dem Ball meine ich natürlich. Das war doch aus. Nee, war es doch nicht. Doch! Ich sitze, ich meine, Entschuldigung, ich sitze hier gefühlte 5 Meter weg, ich bin kurzsichtig. Jetzt fangen die Ausreden an. Ja. Kaum liegst du 0-2 theoretisch hinten, weil es gerade unbedingt ein Tor hätte sein müssen. Ja, jetzt habe ich mich wieder aufs Reden konzentriert. Was ist das, der Hummels? Was macht denn der als Außenverteidiger? Das war so nicht eingeplant. Ja, der ist halt rausgegangen, weil er gemerkt hat, er braucht... Ne? Hummels. Vielleicht, weil dein Innenstürmer nach außen gegangen ist, musste der Innenverteidiger... So, da zieht er mal einen Ball rein. Naja. Ja. Manchmal, vielleicht ist es aber auch einfach nur Gewöhnungssache, wirkt es ein bisschen auf mich wie so ein FIFA auf... Jetzt fallen die Spieler da alle hin. ...in Zeitlupe. Also, ja. Es ist total ungewohnt. Ist echt ungewohnt, aber man hat halt mehr Zeit, auch auf die Spielzüge des Gegners zu reagieren dann ein bisschen, was ja eigentlich gut ist. Und es ist auch nicht so, dass das Spiel total versumpft. Ja. Also zumindest nicht, wenn man mit guten Mannschaften spielt, das muss man auch sagen. Hier in der Demo sind ja auch die New York Red Bulls drin oder whatever, wie auch immer der Verein heißt. Und da merkt man dann schon, die sind erheblich langsamer als ein richtiges, gutes Team. Das war kein Abseits. Da hätte ich einfach weiterlaufen können. Ja. Schwierig sind tatsächlich jetzt die ganzen Flanken auch geworden. Und man muss auch wirklich bei Pässen jedes Mal die genaue Richtung angeben. Es reicht nicht mehr einfach nur ungefähr in die Richtung des Mitspielers zu drücken, aber man muss deutlich präziser jetzt sowohl mit Passstärke oder Flankenstärke als auch Richtung. Oh ja, guck mal, ich habe einfach so in die Richtung des Spielers gedrückt, so grob. Ich habe gar gedacht, das wäre abseits. Oh, wieso geht er denn an dem vorbei? Geh halt aus dem Weg! Die Flanken kommen nicht an. Ja, man sieht jetzt aber auch tatsächlich schön, dass auch die Spielerstärken sich noch stärker auswirken tatsächlich als in den Vorgängern. Also es kann halt auch sein, dass dann man Messi tatsächlich bei einem Tackling einfach mal durchgeht, weil er halt drüber springt oder so. Ja klar. Aber es ist auch ein bisschen Zufallsfaktor dazu. Genau. Es ist auch nicht so, dass man sich fragt, was ist denn da jetzt gerade passiert? Das ist doch irgendwie unrealistisch oder der Spieler geht durch den anderen einfach durch mit irgendwie falscher Kollisionsrate. Oh, guck mal, der Pedro. Ich wollte das nur kurz demonstrieren, was ich damit meine. Hörst du auf? Flank halt, danke. Wieso kommt der da immer durch? Naja, Seitfallzieher. Der Iniesta. Ah, ich glaube, Weltmeister. Jetzt muss ich mal zur Brechstange greifen hier. Ach nee. Oh, jetzt hier, ja. Oh, das sind immer so die Minuten, wo meine Mannschaften traditionell ins Schwimmen geraten. Nimm ihn mit, nein! Und wieder falschen Ball vorgelegt. So, kleiner hoher Pass. Dann gewonnener Zweikampf. Wieso? Das ist echt ein bisschen überheblich, das auch noch deinen Erfolg so prognostizierend mitzukommentieren. Ich sag doch einfach immer, dass es klappt. So, und wenn es nicht klappt, leite ich schnell zum anderen Thema das über. Das ist so wie beim Schach, mir zu sagen, in welchem Zug ich welchen Fehler gemacht habe. Hast du mal über lustige Katzenbilder nachgedacht? Ah, no. Jetzt spielt er hier schon auf Zeit. Nach was? Guck, ich spiele hier ganz klar auf... Da passe ich doch mal darüber. Ja, ich gebe ja zu, in der zweiten Halbzeit eine Ach nein, gefühlte optische Überlegenheit für Barcelona. Jetzt vor!
Und das ist es. Ja, aber da kann doch nicht, wenn ich mitten im spielentscheidenden Angriff bin, abpfeifen. Da schau, wie sie die Köpfe hängen lassen. Aber ich muss sagen, du hast gut mitgehalten. Am Anfang zumindest. Ja, super. Ja. Aber das kann man sagen, ist auf jeden Fall ein schönes Fußballspiel geworden. Sie haben zwar nur Details verbessert, tatsächlich, aber es fühlt sich wirklich spürbar anders an als der Vorgänger. Gut, kann man sich jetzt überlegen, ob man das wieder zum Vollpreis kaufen muss. Das muss jeder selber wissen. Werden nicht alle Leute machen, die dann sagen, hey, ich hätte halt lieber gerne die neue Engine. Also mich hat es tatsächlich positiv überrascht, weil es sich spürbar anders spielt und ich finde besser, realistischer und einfach mehr nach Fußball. Nichtsdestotrotz, ich hätte trotzdem gerne die Ignite Engine gehabt. So. Und ich bin froh, dass ich gewonnen habe.